Crunchroy, Leute, zum dritten Mal und das soll mal in dem Video um die WM-Skins gehen. Wir halten das Video auch wieder kurz, im Hintergrund seht ihr die schon. Das erste ist der Blockbuster-Skin, die anderen drei werden im Shop verfügbar sein und da sollte man wirklich auch überlegen, ob man die sich dann holt, weil die ganz coole Backpacks haben und bestimmt eines Tages echt selten werden. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Hauptthema, nämlich den WM-Skins. Ich glaube, wenn ihr euch da keinen holt, da werdet ihr es wirklich bereuen, weil man sie so extrem anpassen kann wie keine anderen Skins bis jetzt. Und sie sind auch nur selten, das heißt, es wird auch nicht zu teuer von den V-Bucks her. Ihr seht sie jetzt im Hintergrund, dieser Typ J9, er zockt auf Handy und liegt immer komplett alles, was Skins angeht. Man kann den Stil hier so sehr ändern, wie noch bei keinem anderen Skin. Man kann die Nummer hier von 1 bis 99 durchgehen. Und dazu kommt sogar noch, man kann das Land, welches man mit dem Skin repräsentieren will, auswählen. Das jetzt hier gerade auf Fortnite, Argentinien seht ihr jetzt, Australien. Ihr könnt es immer unter dieser Zahl lesen des Trikots, die auf 30 jetzt gerade ist. Und da erwartet uns schon mal eine riesige Auswahl an Variationen. Man muss wirklich nur einen von diesen Fußballskins kaufen, die ich euch jetzt nochmal einblende. Und wenn ihr da einen Skin habt, könnt ihr ihn wirklich jedes Mal genauso anpassen, wie ihr ihn haben wollt. Mit den ganzen 32 Ländern, mit den Nummern. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Jetzt sehen wir gerade Frankreich und jetzt kommt Deutschland. Ein weißes Trikot mit den Farben der Nation drauf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann die im Shop sind oder was der seltenste sein wird, es wird wahrscheinlich wieder so sein wie bei den Skiskins, dass die alle gleichzeitig im Shop sind und man dann zwischen den Variationen entscheiden kann. Da gibt es dann verschiedene Stile und man kann dann eben einen wählen. Ich denke jetzt nicht, dass die immer bei wöchentlichen da mal zwei drin sind und dann wieder nicht und so weiter. Ich denke, die sind dann alle gleich selten so gesehen. Nur dann ist eben die Frage, welchen Skin die Leute am meisten kaufen und welchen eben am allerwenigsten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Skin ihr euch da holen werdet. Ich glaube, ich hole mir den links unten oder den rechts unten. Eins von beiden. Es gibt 4 Gesichter, die man dann schon kennt von anderen Skins und 4, die man noch nicht kennt. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten 3 angekommen der Länder. Da war gerade Russland, Saudi-Arabien, Schweden gibt es auch noch, Spanien, die Schweizer sind auch dabei, die Türkei, Uruguay und als letztes haben wir noch die USA sogar am Start. Hier haben wir noch die Tatsache, welche die anderen Skins auch noch mega interessant machen wird. Hier dieses Orb, sieht richtig gut aus mit dieser Energie. Dann gibt es so einen Battle-Umhang, der dann wahrscheinlich ein bisschen im Wind herweht, wenn ihr läuft. Der Off-World-Rig ist hier vom Blockbuster-Skin, ist auch mit so einem Cape, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil aussehen und den Blockbuster kann man ja auch anpassen. Viele waren jetzt enttäuscht, aber ich denke, es wird ein sehr, sehr stabiler Skin werden letztendlich. Hier zeige ich euch noch die Gleiter. Es gibt einen Fußballdesign, dann hier so ein Splitwing, der auch mit dem Orb zusammenhängt. Und wenn ihr euch fragt, zu welchem Skin dieser Orb gehört, das wird diese Frau sein hier. Und dann bleibt nur noch der Pterodactyl-Gleiter übrig. Und wenn das nicht nach einer Kooperation mit Jurassic Park World 2 ruft, dann weiß ich auch nicht. Ich habe es ja echt schon oft angeteasert. Also ich habe schon sehr lange über diese Vermutung nachgedacht und da kommt bestimmt noch was auf uns zu. Ich hoffe, ich konnte euch wie immer kurz und knapp über die ganzen neuen Sachen informieren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst mir doch gerne kostenlos Abo da und macht gleich auch die Glocke noch mit an, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand zum Thema Fortnite, was neue Updates angeht oder irgendwelche neuen Map-Änderungen und so weiter. Und für alle, die sich jetzt schon ein bisschen Kopf gemacht haben wegen dem Gameplay, was ist das denn? Ist das Fortnite? Wie sieht das aus? Es gibt eine graue Pump und so weiter. Es ist uralt. Es ist noch vom Februar, Mitte Februar habe ich das gespielt und ja, hab gerade nichts anderes mehr auf der Platte gehabt, deswegen habe ich gedacht, okay, komm, da lasse ich euch einfach das nebenbei ansehen. Und das war's jetzt aber auch schon wieder für meinen Teil, das dritte Video heute. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen unterhalten und hilfreiche Infos und so geben. Checkt die anderen 2 aus, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Eins um die Map-Änderung und wie man die Farben am Omega und am Carbide und sogar am Blockbuster-Skin ändern kann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, euer Crunchroy.